Kilian von einer Review würde jetzt sagen, what tech fuck. Ich sage aber moin und willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal einen 32 Zoll großen 4K USB-C Monitor der Firma Philips aus. Was sich hier drin befindet und vor allem wie meine ersten Eindrücke zu diesem Monster Monitor sind, seht ihr in diesem Video, also viel Spaß. So, am Anfang erstmal, ich saß jetzt gerade so ganz gechillt am Frühstückstisch, mein Honigbrot gegessen, nebenher noch das neue Herr Aaron Video geschaut, dann klingelt es plötzlich, ich dachte mir, es kann ja nicht der Postbote sein, es ist 10 Uhr morgens. Und dann stand der Postbote ohne Paket vor der Tür, ich habe mich so gefragt, hey, warum hat er das Paket nicht dabei? Dann sagt er, ach, Sie sind da, sehr gut, dann hole ich das Timer und dachte mir, was holt der jetzt, was habe ich bitte Großes bestellt? Ich wusste, dass ein Monitor ankommt und dass das so ein brachiales Paket wird, wusste ich nicht, dann hat er dieses Teil aus dem Postwagen rausgestellt und ich dachte mir so, oh Gott, wie riesig ist der bitte? Und dann habe ich den direkt hier hingebracht, also ins Wohnzimmer, beziehungsweise hier auf den riesen Esstisch, war auf meinem kleinen Unboxing-Tisch, der wäre wahrscheinlich drunter zusammengebrochen, der ist auch relativ schwer. Muss man noch schauen, wie ich den nachher hochbekomme und den da oben installiere. Werden wir aber alles noch in dem Video machen. Ich hoffe, es heilt nicht zu sehr, ich habe jetzt das neue Rode SmartLav Plus. Aber im Wohnzimmer heilt es natürlich, da kann jetzt so das Mikrofon nichts dafür. Ich würde mal sagen, wir packen dieses Riesentimer aus. Amtlich ist es übrigens der Philips 328P6AUBREB-00. Ich nenne ihn einfach das ganze Video Monster Monitor, weil 32 Zoll Leute, stell dir mal vor, darauf zu schneiden wird ja so heftig. After Effects, Premiere, das ist, ich packe den jetzt einmal auf. Ich habe hier oben, nee, hier oben habe ich noch nicht aufgeschnitten. Ist hier mal noch an der Seite, ja. Und hier mal noch an der Seite durch. Ah, ich freue mich richtig. Jetzt mal schauen, dass das nicht irgendwie mit der Kamera kollidiert. So. Ups. Und so. Nice. Als ob. Der Karton ist ein. Oh, das geht mit der Lampe hier nicht. Der Karton ist doch ein bisschen größer als der Monitor selber, aber trotzdem immer noch heftig, wie groß dieser Monitor bitte ist. Leute, was geht? Ich hole den jetzt mal. Aber schwer ist der ja auch. Schwer ist der, hey. Oh Gott. Oh. So. Monitor ist draußen. Und sonst ist hier ja nur so Platzfolie und so. Dann legen wir den Karton mal zur Seite. Oh Gott. Ja. Der Karton ist am Boden. Ah, Leute, es ist so krass, diesen Monitor hier testen zu können. Wie gesagt, 32 Zoll 4K. Es wird so heftig. Es wird so heftig. Ich mache die mal von der Seite an. Auf, hier steht schon HDR, also es hat eine HDR-Bildfunktion. USB-C, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich dann mein MacBook einfach ranhängen kann. Und Adobe RGB Color, das ist glaube ich auch nochmal so ein extra Standard. Hier steht es nochmal. 32 Zoll, 31,5 Zoll. Oh Gott, wird das geil. So, machen wir hier mal die Verpackung auf. Und dann hier noch durch. Wie gesagt, das Witzigste wird halt einfach noch diesen Monitor nach oben zu schaffen. Weil wenn der so riesig ist, so, mal zu der Seite auf. Und, na, das geht wieder mit der Lampe nicht, doch jetzt. So, dann könnt ihr auch was sehen. Und dann haben wir jetzt hier, der ist sogar noch original verpackt. Krass. Da kommt schon das Wichtigste, das USB-C-Kabel. Nee, das ist ein USB-A, USB-A auf USB-C und das ist USB-C auf USB-C. Cool, legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier das Stromkabel, das brauche ich auf jeden Fall. USB-C-Kabel habe ich ja eine Menge. VGA, wer benutzt bitte VGA mit einem MacBook Pro 2017? An einem USB-C-Monitor, ja. Dann hier eine Bedienungsanleitung, die brauche ich vielleicht, wobei der wird wahrscheinlich nicht drin stehen, wenn dieses Riesenteil durch eine Treppe durchbekommt. Dann haben wir hier noch ein HDMI-Kabel, das werde ich vielleicht auch brauchen, sogar zwei HDMI-Kabel, da kann ich mein Apple TV noch connecten. Das legen wir auch mal zur Seite. Und dann habe ich hier noch ein AUX-Kabel, das werde ich nicht brauchen, weil ich habe externe externe Boxen. Und dann haben wir hier dieses Teil, was den ganzen Monitor halten wird und das ist schon so riesig. Ich überlege gerade, ist es schlau, den hier unten zusammenzubauen oder oben? No risk, no fun, wir bauen den jetzt zusammen. Das ist einfach nur krass.
einfach nur krass. Wie gesagt, riesen Dankeschön geht noch an United Communications raus. Das sind die und natürlich auch an Philips, die haben mich da ja auch unterstützt. Also die zwei sind echt heftig. Ich habe ja von United Communications schon einige Monitore testen dürfen, aber sowas ist mir noch nie untergekommen. Ey Leute, das ist so krass. Seht ihr diesen riesen Monitor? Oh. Ja, wie kriege ich den jetzt hier raus? Ein Kraftakt war das jetzt hier, aber ich habe ihn draußen. Oh mein Gott. Alter, krass. Legen wir auch mal zur Seite und dann kommt der Karton auch weg. So. So. Da drauf. Ganz ruhig. Und jetzt haben wir hier den 32 Zoll 4K Monitor. Machen wir das Teil doch mal auf. Oh, ich will den Monitor mal sehen. Wenn der jetzt noch ein bisschen Rand ist dran, das sehe ich schon mal. Aber randlos wäre ja schon wieder zu heftig. So. Leute, das ist der Monitor. Krass, Mann. Krass, krass, krass. Das ist zu heftig, Mann. Machen wir die Folie da nach vorne weg. Die hängt da jetzt noch so halb dran. Ich schraube mal noch kurz dieses Teil drauf. Vor allem, wie wird es bitte an meinem Schreibtisch aussehen, wenn ich dann dieses heftige Teil da stehen habe. So, das hier kommt da jetzt noch drauf. Ah, das geht ja relativ einfach. Aber wenn ich mir so überlege, wenn ich den oben aufbaue, wäre schon schlauer. Ich glaube, ich schnipse es mal nach oben. So schnell kann es gehen. Es war jetzt doch nicht so schwierig, den Monitor raufzutragen. Also es geht tatsächlich noch. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch nicht dieses Teil dran geschraubt und das auch nicht. Aber das werde ich jetzt mal machen, weil ich dieses Teil gleich in Betrieb nehmen möchte. Und was ich noch ganz kurz erklären wollte, ich werde es jetzt zum ersten Test nicht mit USB-C machen, weil ich bei meinem Schreibtisch das so installiert habe, dass hier hinten runter ein HDMI-Kabel durch den Schreibtisch durch hier vor zu einem USB-C-Hub geht. Und da musste ich jetzt das USB-C-Kabel nochmal richtig verlegen und so weiter und so fort. Das mache ich auf jeden Fall für den Test, also fürs Review. Werde ich mir auf jeden Fall noch mit USB-C testen, aber so teste ich ihn jetzt einfach mal mit HDMI. Macht ja auch keinen so einen großen Unterschied aus. Dann habe ich eh bloß zwei USB-C-Anschlüsse an meinem MacBook. Das heißt, ich müsste dann quasi den Monitor über den Hub, über den USB-C-Anschluss am Hub betreiben, weil ich am Hub auch öfters SD-Karten und so weiter reinmache und eben der zweite USB-C-Anschluss mit der Samsung T5 belegt ist. Aber ich würde sagen, ich baue den Monitor jetzt erstmal auf und dann testen wir das Timer aus. Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich hole jetzt mal kurz mein MacBook hier hinter der Kamera hervor, schließe es hier mal an. Die Frage ist nur noch die, ich glaube, ich lasse es trotzdem noch so nebendran stehen. Das sieht ja auch chillig aus. So, ich schließe mal den Hub an. Strom brauchen wir jetzt ja erstmal keinen. Und dann werde ich auf jeden Fall mal ein Videoprojekt oder so hier raufholen. Das sieht sicher mega geil aus. Ich bin mal gespannt. So, jetzt MacBook ist angeschlossen, Monitor mache ich mal an, weil so einen Monitor hatte ich schon mal und zwar ein bisschen kleiner, aber das gleiche Design mit den gleichen Funktionen. Ist das hier unten fest oder kann man das abziehen? Ich glaube, das ist fest. Egal, stört auch nicht. Und jetzt, no Video Input, geil. Musst du erst die Quelle finden? Ah, jetzt, oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Allein schon mit dem Wallpaper sieht das geil aus. Junger Vater. Wenn man da so sitzt, warte mal, ich hole mal kurz meinen Stuhl. Wenn man da so sitzt, kann man dann überhaupt über die ganze Displayfläche blicken? Heftigst. Ich glaube, ich schiebe den noch so ein bisschen rüber. So. Dann kann ich mein MacBook hier noch so nebendran lassen. Yo. Übertreib. Ich schließe mal kurz meine Festplatte an. Mal kurz und dann kann ich hier mal ein Premiere-Projekt kurz aufmachen. Natürlich ist es jetzt hier nicht mehr so eingestellt, dass ich hier rüber swipen kann. Das muss ich nachher noch machen. Meine Festplatte ist angeschlossen. Ich mache jetzt mal Premiere auf.
Ihr müsst mal sehen, so groß war mein Monitor davor. Ich habe ja einen 24 Zoll Samsung Curved Monitor. Der hat eigentlich, glaube ich, nur eine 1080p Auflösung oder so. Und so groß war mein Fenster in Premiere davor. Und so groß, natürlich braucht es jetzt kurz, weil Premiere auch so groß ist es einfach jetzt. Das ist ja nicht mehr normal. Es kommt gar kein Ton. Ich bin einfach nur noch baff. Dafür gehen, wie gesagt, nochmal ganz viele Grüße an United Communications raus. Checkt auf jeden Fall die auch mal unten ab und vor allem auch Philips, denn die haben mir den ja auch zur Verfügung gestellt. Ihr findet den Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein ausführliches Review gibt es natürlich, aber ich bin schon beim Unboxing geflasht. Mal sehen, wie das dann mit USB-C funktioniert. Ich habe es ja, wie gesagt, gerade nur mit HDMI betrieben, eben aus dem Grund, weil das hier hinten alles so schön verlegt ist. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, sprengt den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden oder auf Social Media. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da irgendwie was twittert oder so. Retweete ich das natürlich und gebe natürlich ein Herz. Also, wie gesagt, nochmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.